Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute dreht sich alles um das Thema Wäsche. Ihr seht da schon hinter mir den Wäschekorb. Das ist mein täglich Brot. Wahrscheinlich geht es euch auch so. Also spätestens seitdem man Kinder hat, wächst der Wäscheberg exponentiell. Ich wollte euch in diesem Video ein paar kleine Einblicke in meine Wäscheroutine geben und ein paar kleine Tipps und Tricks, damit es mit der Wäsche vielleicht ein bisschen leichter fluppt als sonst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. So, da sitze ich nun mit meinem großen Wäschekorb. Ich wollte euch mal so ein bisschen erzählen, wie ich das Thema Wäsche versuche irgendwie in Zaum zu halten, weil bei uns sehr viel Wäsche anfällt. Bei euch ist es, wie gesagt, wahrscheinlich ja genauso, sobald Kinder im Spiel sind. Also ich versuche jeden Tag irgendwie zu schaffen, eine Wäscheladung zu waschen. Sei es mal dunkle Wäsche, mal helle Wäsche, mal Bettwäsche, mal Handtücher. Mal kommt irgendwie zwischendurch ein Stofftier dazu. Irgendetwas gibt es immer zu waschen. Und wenn ich da jeden Tag eine Wäscheladung mache, bin ich eigentlich soweit ganz gut im Spiel. Ein paar Helferlein wollte ich euch erstmal noch vorstellen. Und zwar empfindliche Sachen packe ich in Wäschenetze. Die kennt ihr wahrscheinlich. Also diese hier eignen sich ganz gut für Unterwäsche. Die haben ja schon so eine Form von so einem BH, den man einmal zusammengeklappt hat. Oder hier Wäschenetze für ja, vielleicht Oberteile mit Pailletten, die man dann auf links gedreht hat und in dieses Wäschenetz geben kann. Ich renne also durch das ganze Haus und checke erstmal, welche Farbe dran ist. Ich wasche Wäsche natürlich getrennt. Da blende ich euch mal kurz ein, wie ich das aufteile. Und zwar einmal weiße Wäsche, dann hellbunte Wäsche. Jetzt, wo wir ein Mädchen haben, kommt natürlich auch mal mehr Rosa vielleicht auch dazu. Also hellbunte Wäsche, dunkle Wäsche, Handtücher und Bettwäsche. Das sind so diese Hauptkategorien, in die ich die Wäsche einteile. Ja, dann renne ich durchs ganze Haus und sammle aus sämtlichen Wäschekörben die Wäsche ein und ja, befördere sie dann eben in die Waschmaschine. Zum Waschmittel erzähle ich euch gleich gerne auch noch was. Gerne sammle ich die Wäsche abends ein und programmiere die Waschmaschine dann für den nächsten Morgen. Das ist nämlich ganz praktisch, wenn man dann morgens soweit seine Routine erledigt hat und die Kinder irgendwie beschäftigt sind oder im Kindergarten sind, dann kann man schon mal die Wäscheladung in den Trockner packen. Und ja, der Trockner erledigt dann die Arbeit und man kann mittags dann schon die Wäsche zusammenlegen. Wo wir gerade beim Trockner sind, zum Trockner bzw. zu der Wäsche im Trockner, lege ich immer noch diesen Wäschetrocknerball dazu. Den habe ich mal vor einigen Jahren gekauft, da war auch noch so eine Flüssigkeit dabei, die man hier dazu geben konnte, damit die Wäsche besonders gut riecht. Das mache ich aber mittlerweile nicht mehr. Ich nehme nur noch diesen Trocknerball und schmeiße den zur Wäsche im Trockner dazu. Ja, warum mache ich das? Einfach, damit die Wäsche aufgelockert wird. Und somit trocknet sie tatsächlich auch schneller. Also ich habe wirklich das Gefühl, die Wäsche trocknet schneller. Sie ist ein bisschen fluffiger, nicht ganz so verklebt dann hinterher im Trockner. Lässt sich dann vielleicht auch leichter zusammenlegen. Genau, also diesen Trocknerball, das ist einfach schon Gewohnheit für mich geworden, den jedes Mal in den Trockner mit dazu zu schmeißen. Wenn ihr Daunenjacken zum Beispiel oder Daunenbettwäsche wascht, dann sind Tennisbälle oder solche Trocknerbälle im Trockner sowieso Pflicht, sage ich mal, weil ansonsten die Daunen komplett verkleben in der Waschmaschine. Das ist klar, wenn das Ganze nass wird, verkleben die kleinen Federn miteinander. Und wenn ihr dann im Trockner so einen Trocknerball oder eben einen normalen Tennisball hinzugebt, werden die Federn wieder aufgelockert und ja, der Daunenmantel, ich habe das mal mit meinem Daunenmantel gemacht, sah hinterher wieder aus wie neu. Also diese Trocknerbälle bzw. Tennisbälle kann ich wirklich total empfehlen. Benutze ich also wirklich jedes Mal. Ja, jetzt machen wir uns gleich mal dran, die Wäsche zusammenzulegen. Wenn die aus dem Trockner rauskommt, muss sie natürlich auch zusammengelegt werden. Ja, manche Wäschestücke lege ich einfach schnell zusammen. Das seht ihr gleich im Video, was ich euch einblende. Und bei manchen Wäschestücken nehme ich mir so ein bisschen mehr Zeit. Welchen Hintergrund das hat, erzähle ich euch auch gleich, wenn wir gemeinsam die Wäsche zusammenlegen. Mittlerweile habe ich in fast jedem Zimmer einen Wäschekorb, sogar hier auf meinem Trockner. Ja, das liegt einfach daran, dass in jedem Zimmer irgendwie Wäsche anfällt und bevor ich die wild durchs Haus tragen muss in den nächsten Wäschekorb, habe ich einfach in jedem Zimmer direkt einen Wäschekorb. Hier auf der Waschmaschine sammeln sich dann immer irgendwelche Spucktücher und Lätzchen an oder irgendwelche Klamotten, die Freddy dann im Laufe des Tages irgendwie von sich wirft. Die kann ich dann direkt hier sammeln.
unterteilt auch schon in hell und dunkel und dann direkt entsprechend, ja, wenn die helle oder dunkle Wäsche dran ist, dann direkt in die Waschmaschine reinschieben. Das hat sich als sehr gutes System erwiesen, dass nicht überall irgendwie am Ende des Tages dreckige Wäsche rumfliegt. Ja, wenn ich die ganze Wäsche eingesammelt habe, schaue ich erstmal, dass ich sie vorbereite, empfindliche Teile auf links drehen, zum Beispiel mit Stickereien und ähnlichem, Ärmel entkrempeln, genauso wie Hosenbeine entkrempeln. Genau, gucken, dass die Taschen leer sind, da waren noch Taschentücher drin zum Beispiel. Reißverschlüsse und Klettverschlüsse schließen. Und hier die Hose habe ich auch wieder auf links gedreht. Eine Frage, die man sich vielleicht auch häufiger stellt, ist, wie voll darf ich meine Waschmaschine überhaupt packen? Eine kleine Orientierung bietet da die eigene Hand. Wenn die nämlich noch senkrecht oben reinpasst, dann hat die Wäsche genug Platz, um sich zu bewegen in der Waschmaschine. Also ihr könnt die wirklich ganz schön vollstopfen. Ja, wenn die Wäsche dann gewaschen ist, hole ich sie natürlich dann raus. Da kommt mir schon ein Netz entgegen mit etwas, was ich aufhängen möchte und nicht in den Trockner packe. Da ist noch so eine Schwimmweste, die hatte Freddy mit im Urlaub, die kommt natürlich auch nicht in den Trockner. Das heißt, ich gucke mir da wirklich möglichst Teil für Teil an. Da war gerade noch eine Jeans, das sind alles Teile, die ich dann aufhänge. Den Rest hole ich einfach aus der Maschine raus. Anschließend wische ich mit einem Mikrofasertuch einmal durch diese Gummirille, damit da kein Wasser stehen bleibt und fies werden kann. Und ich mache einmal die Schublade auf, damit die trocknen kann. Dann gebe ich die ganze Wäsche in den Trockner. Und auch den Trocknerball hinzu, den ich vorhin erwähnt habe. Ja, dann hole ich die ganze Wäsche inklusive Trocknerball aus dem Trockner, mache die Flusensiebe sauber und leere die Schublade mit dem Wasser. Die muss aber geschlossen bleiben, damit die nicht irgendwie fies wird. Kuscheltiere, die ganz schnell getrocknet werden müssen, packt man in ein großes Handtuch und dann geht das auch schnell. So, ich habe euch jetzt mal mit in die Küche genommen, weil unser kleines Waschräumchen ist die reinste Katastrophe. Es ist pures Chaos leider. Das ist auch mal eine Videoidee, das mit euch zusammen mal aufzuräumen. Aber darum soll es heute nicht gehen. Ich habe erstmal mein Waschmittel hier in die Küche geholt. Und ja, keine Sorge, es ist wirklich kein Werbevideo für Everdrop. Ich habe mich da mal von einer anderen YouTuberin beeinflussen lassen und habe das mal gekauft. Das sind diese verschiedenen Waschmittel von dieser Marke Everdrop, die so besonders ökologisch sind und ja, besonders umweltfreundlich sind. Aber ich muss sagen, die Waschleistung ist okay, aber ich finde sie jetzt nicht besser als andere Waschmittel. Deswegen kaufe ich die auch nicht mehr nach. Da habe ich einmal hier das Vollwaschmittel, das nehme ich vor allen Dingen für weiße Wäsche natürlich, das Colorwaschmittel für meine dunkle Wäsche und für die hell bunte Wäsche. Dann, was ich richtig gut finde, ist allerdings das Feinwaschmittel, das riecht besonders gut. Und dann hier dieses Sportwaschmittel. Ich finde die Produkte aber, muss ich sagen, alle in allem ein bisschen zu teuer. Die Dosen finde ich sehr schön, die behalte ich auch auf jeden Fall. Aber die Waschmittel, die man ja so am häufigsten benutzt, sind natürlich Colorwaschmittel und Vollwaschmittel. Und die kaufe ich jetzt nicht mehr von Everdrop. Wie gesagt, das ist mir zu teuer und die Waschleistung jetzt auch nicht besser als irgendwelche anderen Waschmittel. Da benutze ich jetzt die von Frosch. Frosch finde ich eh cool, habt ihr vielleicht schon in meinen anderen Putzvideos gesehen. Da benutze ich auch gerne den Bartreiniger und den Spiritusreiniger. Finde ich super, die Marke. Es ist keine Kooperation. Ich habe wirklich alles selber gekauft und keine Firma weiß, dass ich dieses Video mache. Das ist wirklich meine eigene Meinung und meine Erfahrung in den letzten Jahren, dass ich mit diesen Froschprodukten super zurechtkomme. Das ist auch eine Pappverpackung, also genauso wie bei Everdrop, die auch alles in Papier und Plastik verpacken. Ja, macht Frosch das auch und kostet deutlich weniger Geld. Die Waschleistung ist auch super, also warum soll ich diese teuren Everdrop-Sachen kaufen, wenn ich auch das Frosch-Waschmittel kaufen kann? Ja, ihr seht wahrscheinlich schon, das ist ein Pulver. Ganz altmodisch und klassisch. Da bin ich auch wieder zurückgekommen zu dem Pulver. Ich habe nämlich früher auch sehr gerne hier diese Pots benutzt. Die kennt ihr wahrscheinlich auch. Einmal sind die natürlich sehr ansprechend. Also die sehen toll aus. Man wirft einen so einen Pot in die Waschmaschine und man hat dann quasi die richtige Menge an Waschmittel. Aber das ist eigentlich auch ein Trugschluss, denn manchmal hat man ja vielleicht ein bisschen weniger Wäsche oder ein bisschen mehr Wäsche und man kann diese Dinge einfach schlecht dosieren. Man hat immer die gleiche Menge. Mal habe ich nur, weiß ich nicht, ein paar wenige Stofftiere, die ich für den Freddy, sein Lieblingsstofftier, muss einfach ab und zu mal gewaschen werden. Dann kann ich einfach Pulver besser dosieren als diese Pots. Deswegen ja, bin ich da jetzt ein bisschen von abgekommen und bin jetzt wieder zu dem altmodischen Wäschepulver zurückgekehrt.
Was ich auch noch ganz schön fand, also wenn ich was kaufe, dann richtig. Deswegen habe ich von Everdrop dann auch hier diesen Dosierlöffel gekauft. Den gibt es natürlich aber auch von jeder anderen Marke. Oder man nimmt einfach, weiß ich nicht, irgendeinen Esslöffel oder irgendwas. Aber den fand ich tatsächlich ganz süß, diesen Holzdosierlöffel. Da gehe ich dann einfach in mein Waschpulver rein. Wie gesagt, hier sind auch Froschwaschmittel drin. Und kann dann eben dosieren, ob ich jetzt nur ein bisschen Wäsche habe, dann nehme ich nur einen Löffel oder mehr, dann nehme ich eben zwei Löffel. Das sind dann ungefähr 60 Gramm von dem Pulver. Genau, so mache ich das. Dann habe ich hier noch diese Duftperlen. Die habe ich jetzt aber auch schon länger nicht mehr benutzt, weil ich das jetzt gar nicht so nötig finde. Aber ja, wenn vielleicht mal irgendwas muffig riecht oder man möchte, dass die Handtücher besonders gut riechen oder die Bettwäsche, dann kann man eben auch hier von diesen Wäscheperlen ein paar zur Waschmaschine hinzufügen, beziehungsweise in die Waschmaschine mit hinzufügen und dann riecht die Wäsche auch besonders gut. Ich bin ja doch manchmal ein bisschen fauler Mensch, das heißt, ich schmeiße eigentlich so gut wie alles anschließend in den Trockner, bis auf Jeans, die hänge ich natürlich auf, da das für das Material nicht gut ist zu trocknen. Sportwäsche soll möglichst nicht in den Trockner, Badehosen oder so empfindliche Blusen, die dann zu sehr knittern. Aber ansonsten schmeiße ich eigentlich alles in den Trockner. Zu dem Wäscheball habe ich euch ja gerade schon was erzählt, der kommt dann zu dem Trockner hinzu. Genau, und jetzt habe ich euch hier so ein bisschen erzählt, was für Waschmittel ich benutze. Ein Vorteil übrigens noch von dem Pulver ist, dass man Pulver auch zum Vorbehandeln benutzen kann. Also nehmt ihr einfach eine gewisse Menge Pulver mit ein bisschen Wasser, rührt ihr euch dann eine Paste an und dann könnt ihr da auch entsprechende Flecken vorbehandeln. Das geht eben auch mit diesen Pots gar nicht, die müsste man ja kaputt schneiden. Ja, und flüssiges Waschmittel gibt es natürlich auch noch, damit kann man auch vorbehandeln, aber da saue ich irgendwie zu viel rum. Also da ist diese ganze Waschmaschinen-Schublade dann irgendwann so ein bisschen voll getropft mit diesem blauen Waschmittel, da bin ich zu tollpatschig für. Deswegen nehme ich lieber das Pulver, wenn da mal ein bisschen was daneben geht, das kann man schnell aufsaugen oder wegkehren. Ja, deswegen momentan fahre ich tatsächlich mit Waschmittelpulver am besten. So, hier sind wir jetzt beim Wäsche-Zusammenlegen. An dem T-Shirt zeige ich euch jetzt mal, wie ich manche Wäschestücke zusammenlege. Die Ärmel in die Mitte klappen, beide Seiten in die Mitte klappen, den Saum hochklappen und den Rest vom T-Shirt in diesem Saum verstecken. Damit habe ich ein ziemlich kompaktes Päckchen, was nicht mehr so leicht auseinanderfällt. Ich zeige euch das jetzt gleich auch nochmal an einem Pullover vom Freddy. Also Ärmel in die Mitte klappen. Dann die beiden Seiten zur Mitte hinklappen, den Saum hochklappen und den Rest in diesem Täschchen verstecken. Genau, dann fällt das nicht mehr so leicht auseinander. Gerade bei den Kinderklamotten ist das sehr praktisch. Freddy sucht sich tatsächlich schon gerne seine Sachen selber aus und wühlt so ein bisschen sein T-Shirt zum Beispiel rum. Dann fliegen die nicht hinterher alle in der Gegend rum und ich muss sie neu zusammenlegen, sondern das sind kompakte Päckchen, die nicht so leicht auseinanderfallen. Deswegen lege ich die Kinderklamotten gerne so zusammen. Die restliche Wäsche wird natürlich ein bisschen schneller zusammengelegt, wie ihr hier auch sehen könnt. Ja, und da seht ihr, wie das in Freddys Schublade aussieht. Die T-Shirts fallen nicht so leicht auseinander. So, da melde ich mich nochmal bei euch. Ich habe meinen Wäschekorb soweit zusammengelegt. Jetzt sind die Kinder wach. Ihr seht, die Elena hängt vor mir. Der Freddy zieht sich gerade an. Dann gehen wir noch eine Runde spazieren. Ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen und ja, ein paar Tipps vermittelt, wie ihr mit eurer Wäsche zurechtkommen könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Ganz liebe Grüße. Tschüss.